Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Get Even hier auf diesem Kanal. Ja, nachdem wir in der letzten Folge ja den Friedhof ein bisschen aufgemischt haben und dafür gesorgt haben, dass der Friedhof jetzt neuerdings ein paar Bewohner mehr hat, würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt weiter oder hat der Friedhof vielleicht schon Besucher gekriegt? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir gucken mal eben kurz. Wir müssen immer noch Rose Atkins befragen. Und was? Warum sperrst du mich ein, du Sau? Ich würde versuchen, sie davon abzuleiten. Aber sie sind nicht vernünftig genug, um mir zuzuhören. Es könnte wahrscheinlich Rose sein, die das geschrieben hat. Also ich schätze mal, dass Rose in irgendeiner Weise verhindern möchte, dass wir mit ihr sprechen. Ich verstehe es zwar nicht, aber okay. Okay. Den Feueralarm kann ich damit leider nicht ausschalten. Schade. Hallo? Crunchy Snacks, ich will was. Crunchy Chips. Gucken wir natürlich rein. Crispy Crunch. Crunchy Drink. Farmer Special und Geronimo. Natürlich. Welche Frage? Natürlich nehmen wir Geronimo. Hä? Och Mann. Oh. Och Mann. Ich würde jetzt gerne was essen. Mhm. So, hier haben wir zwar die Möglichkeit, jetzt nochmal alles genau abzuchecken. Aber ehrlich gesagt, ich würde gerne jetzt hier unten weitergehen. Was? Was? Ey! Mann. Okay, wir müssen also weiter. So, Karte. Karte sieht gut aus. So, gehen wir mal. Oh, unheimliche Bedrohungsmusik. So, da ist alles frei. Nur sicherheitshalber habe ich mir mal umgeguckt. Nur kurz. Mhm. Weil ihr wisst ja, hier kann man ja überall irgendwelche Hinweise sehen. Das ist auch gut so hier in diesem Spiel. Aha. Auch wenn es manchmal ein wenig verstörend ist hier, aber wir gucken mal weiter. So, ich würde mal sagen, eigentlich brauchen wir die Waffe gar nicht, ne? Im Moment sieht eigentlich alles ganz entspannt aus. Das heißt, wir brauchen erstmal wirklich keine Waffen. Warum auch? Na nö, was bist du denn? The Grass of Madness. Okay. Und dazu. Übrigens, so werden Medikamente. Achten die, das ist Schokolade. Das ist Süßigkeiten. Im ersten Moment dachte ich, das wären Medikamente. Das ist echt die Lakritzschnecke. Ich krieg schon wieder Hunger. Wir gehen weiter. Was? Jetzt mal hier rein. Hm? Hallo? Hallo? Hallo. Okay. Schon wieder das Häschen. Hi. Hi, Kumpel. Hi. Na? Was ist mit dir? Hm? Warum bist du hier so eingesperrt? Hm? So. Nope. I appreciate your curiosity, Mr. Black, but I'm afraid you'll have to let this go for now. Ja, Doktor, das wissen wir, aber deswegen müssen wir jetzt hier weiter und ich habe das Gefühl, dass wir im Prinzip wieder zurücklaufen. Hier waren wir doch schon. Ne? Hier waren wir doch schon mal drin. Ja, da kann ich mich doch ganz stark dran erinnern. Ich weiß zwar jetzt nicht mal, was das genau war, aber hier waren wir definitiv schon mal. Oh ja. Mhm. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal drin. Ja. What on earth? This place again. Okay. Ehrlich gesagt. Mit der Waffe, wenn wir jetzt Rose wirklich gegenüberstehen sollten, dann
werde ich wahrscheinlich nicht zögern, sie einfach dezent wegzuknallen. So, gucken wir mal, was steht denn da? Okay, ein Clara Bloombearer. Harry, was geht? Ist das immer noch deine E-Mail-Adresse? Ich habe vor kurzem versucht anzurufen, aber es ging niemand dran. Ich weiß nicht, ob du vielleicht deine Nummer geändert hast. Wie auch immer, ich habe keinen Bock, mir weiter den Arsch für einen Mann aufzureißen, der immer wieder zu seiner Familie nach Hause rennt. Er sagt, dass es zu Hause nicht so läuft und er seine Familie irgendwann für mich verlässt. Die Geschichte höre ich aber mittlerweile schon seit ein paar Jahren. Manchmal frage ich mich, ob er mich nur benutzt. Was sollen wir jetzt darauf sagen, liebe Rose? Außer, dass du eine durchgeknallte Psychopathin bist? Was jetzt nicht ungewöhnlich ist? Red. This is good. This is your mind connecting the dots. These are fragments, but memories nonetheless. Do proceed. Okay. Und wer bist du? Das sind auch E-Mails. Betreff Forschungsgespräch. Hey, bin wegen dem Forschungsgespräch gestern in Birmingham angekommen. Ich wohne in einer ziemlich beschissenen kleinen Pension, aber sollte ich den Job kriegen, was nicht passieren wird, werde ich mir etwas anderes suchen. Du kannst mich gerne besuchen kommen. Die West Midlands sind zu dieser Jahreszeit wunderschön. Ich weiß nicht wieso, aber... ich bin wegen der ganzen Sache total nervös. Ich weiß, was du sagen wirst. Dass sie dumm seien, wenn sie mich nicht nehmen würden. Und dass es ja einfach Pech ist. Keine Ahnung, Clara. Ich glaube, es wäre eher mein Pech. Ich muss da hingehen und mich von meiner allerbesten Seite zeigen. Wünsch mir Glück. Okay. Grinst dich so blöd. So. Hi Clara, ich wollte nur Bescheid geben, dass ich den Job bekommen habe. Ich bin jetzt offiziell eine Laborassistentin bei FGG. Um genau zu sein, bin ich Robert Ramseys Laborassistentin. Dein Name sagt dir wahrscheinlich nichts, aber er ist ein ziemlich hohes Tier in der Tech-Welt. Er arbeitet an einem Headset, von dem er denkt, dass es Zugriff auf die Erinnerungen der Menschen hat. Ein ziemlich verrückter Scheiß. Hey, vielleicht siehst du mich sogar auf einer der Titelseiten, so wie wir immer gescherzt haben. Ich werde bald für ein Wochenende nach London kommen. Dann können wir endlich etwas trinken gehen. Vermisse dich. Okay. Und, ich kann mich an die irgendwie nicht gewöhnen. Irgendwie nicht. So, Hi, Clara. Entschuldige, dass ich dir nicht länger geschrieben habe. Hier ist alles soweit, okay. Letztens habe ich geschafft, dass so ein Typ gefeuert wurde. Er hieß Greg und hat es absolut verdient. Er hat mich eine blöde Schlampe genannt, weil ich ihm seine Geschichte über den Tod in der Familie als Entschuldigung für seine miserable Arbeit nicht abgekauft habe. Keiner hat das in ihm gesehen, was er wirklich war. Nur ich. Ich musste ein paar ekelhafte Pornos auf seinem PC laden, damit sie ihn rausschmeißen. Aber jetzt ist er weg. Tschüss, Greg. Okay. Wegen mir wurde eigentlich noch nie jemand gefeuert. Aber es gibt wohl für alles ein erstes Mal, oder? Wie geht's eigentlich dir? Liebste Grüße. Tschüss. Okay. Oh la la. Hi. Was kommen jetzt die... So, habe ich dir wirklich vor einem Jahr das letzte Mal geschrieben? Oh Gott, Clara, es tut mir so unglaublich leid. Anstelle von diesen ganzen E-Mails sollten wir uns lieber einfach treffen. Sag mir einfach, wann du Zeit hast. Dann kannst du für ein paar Tage bei mir bleiben. Im Moment ist es etwas schlecht, weil auf der Arbeit viel los ist. Aber bald habe ich Zeit. Die Arbeit an sich läuft super. Weißt du noch, wie wir immer darüber Witze gemacht haben, dass man am einfachsten aufsteigt, wenn man mit seinem Chef schlägt? Ich habe beschlossen, dass du recht hast. Ich weiß, dass ich ein böses Mädchen bin. Also darfst du davon niemandem etwas erzählen. Ich habe es endlich geschafft, meinen Chef Robert zu verführen. Er ist verheiratet mit Kind. Und da möchte ich mich lieber heraushalten. Aber ich werde auf der Arbeit deutlich besser behandelt und krieg sogar bald eine Gehaltserhöhung. Ruf mich mal an, dann erzähle ich dir alles im Detail. Ah ja, hier ist das Symbolbild für Dummfickgut. Okay.
So, gucken wir da mal rein. Hey du, wir haben eine ganze Weile nicht mehr miteinander gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr an mich, aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht bald wieder nach London ziehe. Ich bin immer noch in dieser Affäre verstrickt und habe das Gefühl, dass man meine Leistung auf der Arbeit überhaupt nicht wertschätzt. Ich habe härter gearbeitet als jeder andere in der Abteilung, einschließlich meines Chefs, aber niemand erkennt das an. Ich glaube, ich muss jetzt irgendetwas tun, damit die anderen darauf aufmerksam werden. Weißt du, was ich meine? Ich habe übrigens mit diesem Kerl gesprochen, Black. Er ist hier der Sicherheitschef, okay. Und hat mittlerweile auch genug. Scheint, als sei hier jeder am Ende seiner Geduld. Ich vermisse dich und hoffe, dass es dir gut geht. Bitte schreib zurück. Ja, wie gesagt, dumm fickt gut. Ich mache die ganze Arbeit und er streicht die ganzen Lorbeeren ein. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, die ganze Sache zu beenden. Was Pandora angeht, kann ich einen besseren Job als er machen. Außerdem habe ich es satt, von einem Mann hingehalten zu werden, der nicht die Eier hat, sich festzulegen. Ich fange an, diesen Typen zu hassen. Ach, ich quatsch mal wieder zu viel. Du benutzt diese E-Mail-Adresse wahrscheinlich gar nicht mehr. Solltest du die Nachricht trotzdem erhalten, dann ruf mich an. Ja, okay. Mach mal, Klau. Was? What the fuck? Was? Waiting room? Es hört sich nach einem Krankenhaus an. Waiting room 3? Was bist du? Was sind die einzelnen Krankenzimmer? 203, 203, 304, 305 Patienten rum. Okay. Was? Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Oh, guck mal. Komm, gehe ich herauf? Nein, ich muss erst interagieren. What's this? This isn't my memory. No, Mr. Black, this is one of mine. You need to focus and regain control of your environment. Focus on what? I can't remember what happened. Just focus on Rose. The Pandora will do the rest. Okay. Listen. Yeah? When all this is over, why don't we do what we always said? Go away. Leave it all behind. Jesus. Rose, can you not see what's going on here? Just hold off until I've done the audit on Black. He's already been signed over to me, and... Bro, don't do the audit. I'm begging you not to do the audit. Please. For me. Why? Because I love you. There are things you shouldn't know. Things nobody should know. If you dig too deep, I'm worried. Rose, I'll be fine. We'll be fine. Hat Rose dafür gesorgt, dass wir es Robert nicht mit der Untersuchung anfängt? Na gut, um ihre Spuren zu verwischen? Keine Frage. Oder nicht, dass der Verdacht nicht auf sie fällt. Okay. Komm. Und ab in den Time War. Und rein, rein, rein. Sehen wir in die schmutzige Vergangenheit von Red. You're going too far, Mr. Black. Focus. This is your way out. Use it. My way out. This elevator. Was? Das ist ein Fahrstuhl. Another one of these things. Okay. Okay.
Na, okay. So, F. Okay. So. So, die sind eigentlich alle jetzt so weit, dass ich jetzt eigentlich eintreten könnte. Nope. Hallo? Ich möchte hier rein. Sind alle in der gleichen Position. Müssen die in einer bestimmten Reihenfolge stehen? Mit Sicherheit. Okay. So, okay. Du bist auf dem Level. Okay. So, ein nach oben. So. Damit bist du im Wartungsmodus, wa? Müssen alle im Wartungsmodus sein? Wir gucken mal eben kurz auf der Thermovision nach. So, okay. So, So, okay, warte mal, da war doch gerade was. So, um die zu benutzen, brauche ich 1000 Volt. Ja. So, okay. Wie viel Volt hast du? Mal so spontan gefragt, 2000. So, okay. Oh, du bist jetzt deaktiviert. Nee. So, du bist richtig. Okay, wir hatten noch gerade eine Stellung gehabt. So, okay. Dann, was stelle ich dich denn ein? Power? Reicht dir das schon? Tatsache, es reicht mir. Dann drücken wir mal bitte auf den Knopf. Und was? 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 Was zum... Was? Was zum... Was? Was mache ich jetzt schon wieder hier? Okay. Was mache ich schon wieder hier? Eine private Nutzung der Computer ist beschränkendstens verboten. Jeder Verstoß gegen diese Regel wird als schweres Vergehen angesehen und führt zwangsläufig zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. So wie im Fall von Gregory Mason. Ja, aber das war doch Rose für verantwortlich. Aber die müssen scheinbar Konsequenzen daraus gezogen haben. Listen, there's been a complication. We've had to neutralize Black. Howard. It won't change a thing. Jesper and I will see this through, and you'll still get the Pandora. Well, it seems you have no choice but to trust me. Fine. I have to go. I'll keep you posted. Mm-hmm.
Und wem telefoniert die da? Komme ich da rein? Nur mal just for fun? Alter! Haben wir Rose umgebracht? Ich meine, verdient hätte sie es, keine Frage. Aber... I remember now. I killed her. You surprised me, Mr. Black. I suspected you were involved, but I didn't imagine that you would confess your guilt quite so readily. Involved? Involved how? Did you really think I wouldn't notice a memory being so heavily distorted? What are you hiding from me, Black? What kind of games are you playing? I'm just exploring these memories like you asked. Nothing more. If only that were true, everything would be so much less complicated. I don't know what you're talking about. You've got to believe me. Ah, but I don't, Mr. Black. Not anymore. But Rose did mention a name. Howard. I'm assuming Roger Howard, the man you stole the corner gun from. Did you meet with him? I... Don't worry, Mr. Black. The Pandora will find the truth. I'm telling you, that's what happened. I promise. So, Rose Atkins is dead. Why is that, Mr. Black? You just saw, because I pushed her. Same question. And why was that, Mr. Black? It's obvious. You were watching. I was trying to save Grace. Rose was trying to stop me. So I killed her. You saw. I saw nothing of the kind, Mr. Black. I only saw distortion, fragmentation. Allusions to a truth that I believe neither of us witnessed. If there was any distortion, it's from this piece of shit tin can I'm wearing. I'm telling you, I was trying to save Grace. Mhm. Words, Mr. Black. You have been less than cooperative throughout this process. There is one question you haven't considered. How did you know that Grace had been taken? When I hadn't even received the ransom demand. It doesn't matter. I tried to stop it. By killing Rose Atkins, Mr. Black. I'm afraid that that does matter. It matters a great deal. She said the name Howard. That's who I stole the corner gun from. It was revenge. Must have been. She said it was all his idea. Which confirms my suspicions as to motive. Understand, Mr. Black. The fact that Howard is mixed up in this at all is the only reason you are alive. Now, for the final time. Proceed. Ja, okay. Nachdem wir jetzt wissen, dass wir Rose umgebracht haben, würde ich jetzt sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch viel Spaß natürlich auf diesem Kanal mit diesen tollen Videos und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Tschüss.